Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen veganen Food-Haul von mir. Ich war wieder bei Penny einkaufen, ist diesmal ein XXL-Haul, würde ich mal sagen. Also mehr Sachen als jetzt die letzten zwei Mal, glaube ich. Also schon XL-Haul. Und ja, die Sachen zeige ich euch jetzt mal. Neuheiten, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen mitgenommen, aber seht ihr ja. Und ja, ich fange an. Einmal mit den Bio-Cherry-Roma-Tomaten wieder. Die nehme ich immer mit. Die sind wirklich sehr lecker. Und was darf natürlich nicht fehlen, meine Bio-Zitrone. Dann machen wir weiter. Ich mache einfach querbeet. Gemüse und so ist auch noch dabei. Einmal zum Snacken die gerösteten gesalzenen Pistazien. Auch sehr, sehr gut. Ich habe aktuell wieder so eine Pistazienphase, wo ich wirklich alle zwei, drei Tage eine Tüte Pistazien essen könnte. Deswegen durften die jetzt auch wieder mit. Und ihr habt sie die letzten zwei, drei Mal, glaube ich, auch gesehen beim Einkauf. Dann zwei Stangen Porre. So wie eine Bio-Salatgurke. Da flecke ich euch gerne mal einen leckeren asiatischen Gurken, also Glasnudelsalat mit Gurke. Und den habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen schon zweimal gemacht. Jetzt, wo es wieder so wärmer wird, ist der wirklich super lecker. Deswegen schaut vorbei und der geht auch sehr, sehr schnell. Ja, dann Feldsalat. Dufte auch wieder mit. Da flecke ich euch gerne mal einen leckeren Feldsalat. Salat. Ja, beziehungsweise kommt da nicht nur Feldsalat rein, sondern auch grüner Spargel. Kartoffel ist so ein lauwarmer Spargelsalat mit Kartoffel, Gewürzen, unter anderem auch Feldsalat. Deswegen unbedingt mal reinschauen. Jetzt beginnt ja die Spargelsaison wieder. Dann habe ich zwei Dosen Kichererbsen mitgenommen. Die habe ich mir jetzt schon so lange, also die stehen schon so lange auf meiner Einkaufsliste und ich habe sie immer wieder vergessen. Jetzt habe ich aber dran gedacht, deswegen zwei Dosen wieder. So wie zweimal. Passierte Tomaten habe ich nämlich die letzten zwei Einkäufe nicht bekommen, weil leider alles ausverkauft war. Und ich bin froh, dass ich jetzt wieder welche habe, ja, weil passierte Tomaten, stückige Tomaten habe ich gar nichts mehr an Vorrat gehabt, weil ja, eine Packung geht ja auch sehr schnell weg. Und die letzten zweimal konnte ich nichts mitnehmen, deswegen jetzt wieder zweimal passierte Tomaten und natürlich auch zweimal stückige Tomaten, damit ich auch wieder kochen kann. Ja, dann habe ich eine Maisdose mitgenommen. Ja, da mache ich mir jetzt aktuell, wenn es auch wärmer wird, sehr gerne so Salatmischungen. Einfach Salat, Gurke, Tomaten, ein bisschen, ein paar Löffel von Mais eben aus der Dose abgesiebt. Mit irgendwelchen, manchmal auch mit veganen Ersatzprodukten, so veganes Chicken und sowas in der Pfanne anbrate und drauf gebe, habe ich euch auch schon ganz oft erzählt. Wirklich lecker, wenn man nicht viel Hunger hat und für den Sommer, der bald ansteht, auch ja, sehr gut. Dann habe ich diese von der Penny Eigenmarke Naturgut, diese Bio-Weizen-Lackbrötchen mitgenommen. Die hatte ich schon mal vor einigen Wochen, drei Monaten, wie auch immer. Und die habe ich euch schon mal gezeigt, die fand ich sehr gut. Deswegen war ich froh, dass es die jetzt wieder gibt. Habe die mitgenommen und dann gab es, habe ich auch im Prospekt gesehen, diese Kaiserbrötchen im Angebot. Die sehen eigentlich genauso aus. Also die kenne ich schon, die sind gut. Und ja, ich dachte mir, die waren jetzt im Angebot, deswegen probiere ich die aus und dann kann ich die vergleichen, wie die so sind, vom Geschmack, vom Unterschied. Ja, dann durfte Sojakousin wieder mit. Das ist jetzt eventuell ein neues Produkt, zumindest habe ich das erste Mal. Und zwar einmal von Alpro die Cooking, also die Sojakousin. Und dann habe ich gesehen, es gibt von Food for Future ebenfalls eine Sojakousin. Hier sind jetzt wie immer 250 Gramm drin, hier nur 200. Aber ich dachte mir, ich nehme die mal mit und ja, vergleiche die mal. Ich habe noch nicht gelesen, was da so der Unterschied ist. Aber ja, zumindest kein Zucker drinnen. Das ist ja schon mal sehr gut. Und ja, ich bin gespannt, wie die sich so verhält. Ich nehme ja sonst immer nur ausschließlich eigentlich diese hierher. Aber mal schauen. Dann durfte wieder ein Glas Oliven mit. So wie Ketchup, das war im Angebot. Ich nehme da immer das mit 50% weniger Zucker. Schmeckt genauso wie das normale, wo 50% mehr Zucker drin ist, aber 50% weniger Zucker ist natürlich besser und man schmeckt gar keinen Unterschied. Das war auch noch im Angebot, also ja, Glück gehabt. Dann durfte wieder ein Sack rote Zwiebel mit. Jetzt mal schauen, wo ich noch Platz habe. Ja, dann Margarine. Es gibt aktuell immer noch keinen. Ich habe es euch das letzte und das vorletzte Mal, glaube ich, schon gesagt, dass ich kein Sonnenblumenöl bekommen habe. Mehl auch nicht. Ich bin froh, dass ich noch zwei Packungen Mehl auf Vorrat habe, weil ich nämlich jetzt für Ostern vegane Osterlämpchen backen möchte, auch zum Verschenken. Und die zwei Packungen,
Ja, reichen eigentlich nicht aus. Ich bräuchte eigentlich noch eine weitere Packung, weil ich ja 5 Osterlämpchen backen möchte zum Verschenken und natürlich auch noch eins selber haben möchte. Da wollte ich euch auch ein Rezeptvideo abdrehen, wenn es euch interessiert, für ein veganes Osterlämpchen. Und ja, ich hoffe, ich bekomme irgendwie die Tage noch so 1 oder 2 Packungen Mehl, weil die 2, die ich noch habe, reichen nicht. Und ja, ich backe aktuell schon gar nicht mehr, weil ich ja nirgendwo Mehl bekomme. Und Sonnenblumenöl bin ich jetzt auch schon so sparsam geworden. Ihr wisst, ich nehme Sonnenblumenöl fast bei jedem Einkauf mit, generell, weil ich jeden Tag einmal mindestens koche, wenn nicht sogar zweimal. Zum Backen verwende ich auch noch Öl. Und ja, jetzt bin ich schon auf Sonnenblumenmargarine umgestiegen. Hatte letztes Mal schon eine mitgenommen. Jetzt wieder, weil es sonst nichts anderes gibt. Und ja, deswegen Sonnenblumenmargarine. Dann gab es im Angebot Reis. Und zwar habe ich hier einmal eine Natur-Wildreismischung mitgenommen und einmal Basmati-Reis, Himalaya-Basmati. Also Basmati habe ich zwar noch eine halbe Packung, aber war im Angebot, deswegen mitgenommen. Geht ja auch schnell leer. Und der ist mir vor kurzem leer geworden, deswegen bin ich auch sehr froh. Und kann ich nur empfehlen, sind wirklich super lecker. Dann durfte auch wieder Spaghetti mit. Und die haben irgendwie eine neue Verpackung. Sieht auch sehr schön aus. Wobei es mir eigentlich egal ist, wie die Verpackung aussieht. Aber ja, sieht schön aus. Und ja, Spaghetti Nummer 5 Barilla nehme ich ja immer mit. Habe ich jetzt das auch wieder mitgenommen. Dann gab es ja im Angebot von, ich glaube, das war es noch eine asiatische Woche? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall von der Penny Eigenmarke Taste of Asia gab es ja, fertige Edamame. Also so eine Tüte eben. Habe ich auch schon öfter mitgenommen. Hält sich auch noch bis nächstes Jahr. Kann man auch schön zu asiatischen Reisgerichten dazugeben oder einen Salat dazu machen. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein Rezept abgedreht mit Edamame. Wenn es so ist, verlinke ich es euch unten in der Infobox. Also auch sehr gut. Dann gab es von Alpro die Soja-Cousine ohne Zucker. Die habe ich dann auch wieder mitgenommen. Ja, Soja, ach Soja-Cousine. Soja-Drink natürlich, keine Cousine. Also Sojamilch, Soja-Drink. Habe ich eine Packung mitgenommen. Da habe ich auch nur noch eine auf Vorrat. Deswegen durfte auch wieder eine mit. Ja, und dann ebenfalls einfach nur scharfer, normaler Senf. Einmal Suppengemüse habe ich schon geöffnet, damit Luft dran kommt. Also einfach nur Suppengemüse, Sellerie, Lauch und Karotten. Und dann habe ich wieder ein Treuepunkteheft voll gehabt. Ich habe euch zwar, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, ich brauche jetzt nichts mehr, aber ich habe mir die Form nochmal genau angeschaut und habe dann doch diese Kastenform mitgenommen, weil die ist nämlich größer als eine normale Kastenform und die ist von der Form auch so geschwungen, also schön für Brot. Deswegen habe ich die mitgenommen. Da gibt es ja aktuell ja, diese Treuepunkte eben. Und das sind so recycelte Backformen. Und ich finde sie wirklich sehr schön. Also die sind super leicht. Also leichter als andere Backformen, sage ich mal, weil die aus Aluminium bestehen. Und ja, ich fand, die Form sieht jetzt schon wie eine Brotform aus. Kann man auch Kuchen natürlich drinnen backen. Ich dachte mir, ich mache da jetzt, ja, kann man auch Kuchen drin machen. Ich wollte das jetzt so als Brotform, weil eine normale Kastenform habe ich. Und die ist ja eher eckiger und ein bisschen schmaler und nicht so breit. Und ja, das Gute ist ja, das habe ich euch die letzten Male schon gesagt, ich habe da ja diese Springform, also nee, nicht Springform, eine runde Form und das Blech eben für Aufläufe und so weiter mitgenommen. Und die ganzen Formen bestehen aus so Aluminiumdosen, die recycelt wurden. Hier jetzt in dem Falle 19 Aluminiumdosen. Ja, daraus ist die Form entstanden, finde ich gut. Das war aber jetzt auch die letzte, die ich mitgenommen habe. Und ja, ich hoffe, euch hat der Food-Haul gefallen. Lasst mir sehr gerne ein Abo da, wenn es so ist. Schaut gerne bei den ganzen Rezepten unten vorbei. Ich glaube, so viel habe ich euch gar nicht dieses Mal verlinkt. Aber ich würde mich sehr über ein Abo freuen, wenn ihr mir jetzt da lasst. Deswegen lasst mir sehr gerne ein Star. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Der Link ist in der Infobox. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.